Hallo zusammen, ich begrüße dich ganz herzlich zu einem kurzen Live, ein Live von swissgermanonline.com. Und wie immer möchte ich euch erzählen, was wir heute am Abend für einen VIP-Schweizerdeutschen Kurs vorbereitet haben. Das Gleiche gilt eigentlich auch für unseren Kurs für Hochdeutsch, also German.doc ist die Homepage, wo du einen Hochdeutschkurs findest mit dem gleichen Thema und die gleichen Texte. Und das ist immer am Dienstag am Abend am 8. Aber heute am Abend am 8. ist unser Schweizerdeutschkurs. Wir haben zuerst eine halbe Stunde Livestream und wir haben eine lustige Geschichte vorbereitet. Es geht über den Hitzki, ein Bewerbungsgespräch und den Nobelpreis. Was gibt es echt daraus für eine Geschichte? Aus dem Hitzki, einem Bewerbungsgespräch und einem Nobelpreis. Ich weiss nicht, wie das ist, was bei dir ist, wenn du nervös bist. Unsere Hauptperson, unsere Hauptdarstellerin, die hat immer den Hitzki, wenn sie nervös ist. Und dann ist es unkontrolliert und sie hat den Hitzki und sie weiss nicht, was sie machen muss. Vielleicht kannst du ihr einen guten Rat geben, was man machen kann, wenn man den Hitzki hat. Was kann man machen gegen Hitzki? Und wir reden auch weiterhin darüber reden, über ein Bewerbungsgespräch. Also, wenn du arbeitslos bist oder wenn du eine neue Stelle suchst, dann tust du einen Lebenslauf schreiben und dann wirst du vielleicht eingeladen zu einem Bewerbungsgespräch. Und um das Thema geht es auch ein bisschen. Und dann am Schluss. Ah, nein. Den Schluss tue ich euch nicht verraten. Das müsst ihr selber schauen. Also, ihr könnt euch gratis einschreiben auf swissgermanonline.com. Das heisst, ihr könnt unseren Kurs gratis einen Monat lang testen. Und dann kostet er 45 Franken pro Monat. Wir haben jeden Montag eine neue Geschichte parat für euch. Und wir haben auch Wortschatz, Flashcards, wir haben eine Homepage, wo alle alten Lektionen schon drauf sind und über 190 Lektionen, wo du kannst reinschauen, reinhören und Schweizerdeutsch lernen. Du kannst mit uns im Kommentar schreiben und nach unserem Livestream am 8. ist immer der Livestream und nach unserem Livestream hast du auch die Möglichkeit, selber Schweizerdeutsch zu üben, selber Schweizerdeutsch zu reden, ein bisschen mit anderen, die Schweizerdeutsch lernen. Und das ist immer möglich auf Zoom nach unserem Treffen. Dort kannst du reinschauen und andere kennenlernen, die genau wie du auch Schweizerdeutsch lernen. Ich finde es immer sehr schön, die Treffen auf Zoom, weil ich dann die Leute auch sehe, die an meinem Kurs sind, mit ihnen kann reden und das finde ich immer sehr interessant, die Begegnungen. Also, wenn es dich interessiert, schreib dich ein auf swissgermanonline.com. Komm schauen. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du ja immer noch dein Abo kündigen und einfach bist um eine Erfahrung reicher. Ja. Danke fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Schön, dass ihr da gewesen. Und vielleicht sehe ich den einen oder die andere von euch heute am Abend, am 8. in unserem VIP-Schweizerdeutsch-Kurs. Ah, und wenn du nicht Zeit hast, am Montag am Abend, am 8., am Montag am Abend am 8. zu kommen, dann nachher kannst du immer unsere Lektion auf der Homepage im Nachhinein wieder anschauen. Das war es von mir. Ich wünsche euch noch ganz einen schönen Tag und bis später. Tschüss!